Ja, hallo meine lieben Football-Freunde, herzlich willkommen hier zu, ja, ich würde sagen, einer Vorschau des NFL-Drafts. Ja, der NFL-Draft findet ja jetzt in der Nacht von, beziehungsweise die erste Runde findet jetzt in der Nacht von Donnerstag, dem 28. April, auf den Freitag, den 29. April statt. Und ja, in letzter Zeit gibt es auch immer wieder mehr Interessenten auch für den NFL-Draft. Ich persönlich verfolge den NFL-Draft seit circa 2008. Also der erste NFL-Draft war, glaube ich, ja, wo Sam Bradford von den St. Louis Rams ja, Nummer 1 gepickt wurde. Das war mein erster Draft, den ich verfolgt habe. Und seitdem habe ich eigentlich jeden NFL-Draft verfolgt. Und ja, damals war das Interesse noch sehr gering, muss ich sagen, aber mittlerweile, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, der NFL-Draft wird heuer erstmals live im deutschen Fernsehen auch übertragen, ProSieben Max, die ja in der letzten Saison wirklich sehr viele NFL-Spiele übertragen haben und durchaus sehr gute Einschaltquoten erzielt haben und auch für mehr Beliebtheit für diese Sportart gesorgt hat, muss man wirklich großes Lob auch aussprechen. Ja, sie übertragen den NFL-Draft auch im österreichischen Fernsehen. Puls 4 wird ihn das erste Mal live zeigen. Und wie gesagt, das überrascht mich persönlich. Hätte nicht gedacht, dass das irgendwann einmal live gezeigt wird. Ja, falls ihr noch nicht wisst, was der NFL-Draft ist, versuche ich es kurz zu erklären. Also die NFL-Teams, es gibt ja keine Nachwuchsteams, so wie im Fußball, wo jede Mannschaft ein eigenes Nachwuchsteam hat und wo dann die jungen Spieler dann hochkommen. Und das gibt es in der NFL nicht, und zwar, es gibt die College Football Liga, also wo die Studenten spielen in den Football Teams, und ja, nach einer gewissen Zeit, sprich 3 Jahre müssen sie mindestens im College sein, dürfen sie sich dann für den NFL Draft anmelden. Und ja, und im Draft ist es so, dass das Team mit der schlechtesten Bilanz, also in dem Fall die Tennessee Titans, haben das erste Wahlrecht, also den sogenannten ersten Pick. Das heißt, sie dürfen sich als erstes einen Spieler aussuchen, wo sie glauben, das ist für sie der beste Spieler. Es muss nicht unbedingt immer der beste Spieler sein, aber ja. Und so geht es dann, an zweiter Stelle kommt dann das zweitschlechteste und an letzter Stelle dann immer das Team, das den Super Bowl gewonnen hat, in diesem Fall natürlich die Denver Broncos. Und ja, es gibt natürlich immer wieder viele Spekulationen und Gerüchte und ja, welche Teams picken an was? Es hat auch schon Trades gegeben. Ja, ich würde sagen, fangen wir gleich mal an mit dem allerersten Pick. Ich habe sie schon angesprochen, eigentlich haben die Tennessee Titans den ersten Pick gehabt, aber es gab da schon einen Trade mit den jetzt LA Rams, nicht mehr St. Louis Rams. St. Louis, sie sind ja umgezogen nach Los Angeles, werden ab der nächsten Saison LA Rams heißen. Und die Rams haben sehr viel abgegeben. Man kann ja diese Draft-Picks tauschen. Man spricht halt hier von einem Trade, aber wenn du nach oben hoch willst, wenn du einen höheren Pick haben willst, musst du natürlich einiges dafür hergeben. Und die Rams haben da einiges hergegeben, und zwar haben sie sie haben an 15 ihren Pick gehabt, den haben sie hergegeben, in der zweiten Runde dann 43 und 45. Dann noch Pick Nummer 76, und dann man kann auch zukünftige Draft Picks traden. Sie haben von dem nächstjährigen Draft, also im Jahr 2017, haben sie einen Erst- und einen Drittrunden-Pick auch noch an den Titans abgegeben. Und selber bekommen sie jetzt den Nummer 1 Pick von den Titans und dazu noch den Pick Nummer 113 und 177. Also ja, ich persönlich bin kein großer Freund von solchen Trades, da man da wirklich, ja, im Draft kann man sich wirklich sehr gut verstärken, wenn man wenn man sehr smart pickt, da kann man sich wirklich sehr gut verstärken. Bestes Beispiel sind vor allem die Green Bay Packers, die in der Free Agency nicht viele Spieler holen, aber dafür im Draft immer sehr gut draften und deswegen in den letzten Jahren immer wieder sehr gut sind. Also die richtig guten Teams versuchen so viele Picks wie möglich zu sammeln und können da wirklich sehr viele Spieler dazu holen. Die Titans, ja, es war klar, dass die Titans ja mit Marcus Mariota einen Quarterback, und sie werden an Nummer 1 sicher keinen Quarterback ziehen, und es ist auch sehr offensichtlich, wieso die Rams da an Nummer 1 hochgetradet sind. Es ist meistens immer ein Quarterback, der begehrt ist in den letzten Jahren. Im letzten Jahr waren es ja James Winston und Marcus Mariota. Dieses Jahr gibt es auch wieder zwei Kandidaten, wo ich dann gleich drauf eingehen werde. Aber nochmal kurz zu dem Trade. Wie gesagt, ich bin kein großer Freund von dem Trade, aber ich verstehe, wieso die Rams ihn gemacht haben, denn
Weder Nick Foles noch Case Keenum sind die Antwort, haben in der letzten Saison wirklich sehr durchwachsene Leistungen gebracht. Und die Rams sind auf alle Fälle ein Team, das eigentlich sehr gut aufgestellt ist. Vor allem die Defensive ist sehr gut. Und es fehlt wirklich ein guter Quarterback. Und ja, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie da einen picken können, der Ihnen weiterhilft, dann wieso nicht? Natürlich. Ich glaube, dass das auch sicherlich ein Grund ist, der Umzug nach LA. Man ist jetzt in Los Angeles in einer großen Stadt und man möchte wirklich ein Gesicht der Franchise draften und das könnte natürlich ein Quarterback sein. Und ja, dann würde ich sagen, es ist eigentlich schon ziemlich sicher, wen die Rams auch picken werden. Es wird der Quarterback Jared Goff sein von der University of California, der vermeintlich beste Quarterback in diesem Draft. Wie gesagt, er ist in diesem Draft wahrscheinlich der beste Quarterback, aber im Vergleich natürlich zu den letzten Jahren oder auch zum letzten Jahr, wo Jameis Winston und auch Marcus Mariota an 1 und 2 gingen, ist er doch nicht ganz so stark wie die beiden oder wird zumindest nicht so stark eingeschätzt. Das muss man auch ganz klar sagen. Das sind alles, wie gesagt, nur Spekulationen. Wir wissen nicht, wie sich diese Spiele entwickeln werden. Es ist schwer hervorzusagen. Das ist halt nur eben die Meinung der meisten Draft-Experten. Also man kann ja mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass es Jared Goff wird, der an Nummer 1 geht. Und auf den gehen wir zum zweiten Pick. Der ist mittlerweile auch getradet worden. Den haben eigentlich die Cleveland Browns gehabt. Aber da gab es natürlich auch einen Trade und zwar mit den Philadelphia Eagles. Dieser Trade war doch etwas noch überraschender. Die Eagles sind sich an Nummer 2 hoch getradet. Sie hatten den Nummer 8 Pick und und das war doch sehr überraschend, denn auch die Eagles haben natürlich sehr viel aufgegeben. Sie haben eben den Nummer 8 Pick gegeben, dann den Nummer 77, Nummer 100 in diesem Jahr und im nächsten Jahr einen Erstrunden-Pick und sogar einen Draft-Pick aus dem Jahr 2018, einen Second-Rounder, also einen Zweitrunden-Pick. Und wie gesagt, die Eagles bekommen dafür den zweiten und dann noch einen Viertrunden-Pick im Jahr 2017. Also man hat auch da sehr viel aufgegeben. Die Browns, muss man dazu sagen, auch da gab es viele Spekulationen, ob sie auch einen Quarterback ziehen werden. Sie haben sich ja von Johnny Manziel jetzt getrennt, was jetzt keine große Überraschung war, war abzusehen. Aber man hat sich ja in der Offseason jetzt Robert Griffin III geholt, der ja zuletzt in Washington nicht mehr berücksichtigt wurde, da ja Kirk Cousins ihn ja verdrängt hat. Ja, Robert Griffin, nach seiner Verletzung nicht wirklich der Alte, aber vielleicht ja, bekommt er jetzt in Cleveland eine neue Chance. Und dieser Downtrade zeigt vielleicht, dass die Browns nicht unbedingt einen Quarterback draften werden. Und ja, aus Sicht der Browns war das natürlich gut. Man hat wieder einige Picks gesammelt, die sie sicherlich sehr gut verwenden können. Und ja, kommen wir zu den Eagles. Aus meiner Sicht unverständlich. Klar, Quarterback ist sicherlich auch ein Need, aber was ich nicht verstehe, man hat in der Offseason, man hat mit Sam Bradford zuerst einmal verlängert für ja doch sehr viel Geld und man hat sich von Kansas City noch Chase Daniel geholt als Backup Quarterback und da auch sehr viel Geld bezahlt und ja, der neue Head Coach Doug Peterson war ja Offensive Coordinator in Kansas City, der kennt ja Chase Daniel, aber man hat jetzt in zwei Quarterbacks wirklich einiges investiert und jetzt tradet man sich rauf mit der Absicht, dass man auch den zweitbesten Quarterback nimmt, wovon die meisten jetzt ausgehen und auch ich. Und mittlerweile gibt es auch schon Gerüchte, wonach Sam Bradford einen Trade verlangt. Er will raus aus Philadelphia, auch verständlich aufgrund dieser Situation. Und ja, kommen wir zu dem Spieler, den die Philadelphia Eagles höchstwahrscheinlich draften werden. Es wird Carson Wentz sein, ein Quarterback aus North Dakota State. Und ja, für die vielen der zweitbeste Quarterback in diesem Draft hinter Jared Goff. Was bei Carson Wentz interessant ist, North Dakota State ist jetzt kein großes College. Es gibt ja sehr viele Colleges, aber man kann sagen, es gibt sowas wie eine erste Liga, wo viele Colleges gibt. Und dann gibt es natürlich auch noch eine sogenannte zweite Liga, die ja qualitativ natürlich um einiges schlechter ist. Und in dieser ja, sogenannten zweiten Liga hat Carson Wentz gespielt. Also bei ihm ist sicherlich auch ein Fragezeichen. Ja, er hat gegen nicht so qualitativ gute Gegner gespielt. Wie gut ist er wirklich vom Potenzial her? Er ist auf alle Fälle athletischer, größer als Jared Goff und hat vielleicht das Potenzial, besser zu werden, wenn er sich entwickelt. Aber wie gesagt, Jared Goff ist der bereitere, würde ich mal sagen, Quarterback. Und deswegen ja, muss man davon ausgehen, dass diese beiden an 1 und 2 gehen. Aber ich habe schon angesprochen, diese beiden sind bei weitem nicht so gut wie Jameis Winston, Marcus Mariota im letzten Jahr.
Und ja, bevor ich dann noch zu lange rede über die ersten beiden Picks, gehe ich gleich weiter zum dritten Pick. Die San Diego Chargers, die können sich freuen, die den dritten Pick haben, denn aufgrund dieser beiden Trades nach oben haben sie die Chance, vielleicht sogar den besten Spieler des Drafts zu ziehen. Und die Chargers haben doch auch einige Needs, vor allem Offensive Line wird auch immer wieder genannt, ein Left Tackle könnten sie gebrauchen, auch in der Defense gibt es einige Löcher. Es gibt da ja, sicherlich einige Kandidaten, zum einen Offensive Line, Laremy Tunsil, der beste Left Tackle in diesem Draft, wird immer wieder genannt. Dann natürlich in der Defense Jalen Ramsey, der Cornerback Safety von Florida State. Man hat ja mit Eric Weddle den Safety verloren, der nach Baltimore jetzt gegangen ist. Und da könnte Jalen Ramsey wirklich diese Lücke füllen. Aber was ich gehört habe, welcher Spieler es höchstwahrscheinlich sein werden wird, ist DeForest Buckner, ein Defensive End, Defensive Tackle von Oregon. Sehr interessante Wahl. D-Line ist jetzt nicht unbedingt ja, die Position, wo ich gesagt hätte, dass da San Diego ja, ein Upgrade benötigt. Aber wie gesagt, die Gerüchte besagen, dass es höchstwahrscheinlich DeForest Buckner wird. Wie gesagt, ein sehr guter Spieler von der Universität von Oregon. Und er wird wahrscheinlich die D-Line verstärken der San Diego Chargers. Dann gehen wir gleich weiter zum vierten Pick, den die Dallas Cowboys haben. Auch etwas überraschend, die Cowboys ja so hoch. Und bei den Cowboys gibt es natürlich die Frage, ja, da Tony Romo in den letzten Jahren immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat und auch nicht mehr der Jüngste ist, wann werden die Cowboys versuchen, einen Nachfolger für Tony Romo zu finden? Dadurch, dass ja vor allem in den ersten beiden Picks zwei Quarterbacks gehen werden, gehe ich stark davon aus, dass die Cowboys nicht dann den drittbesten Quarterback ziehen, Paxton Lynch hier. Das würde nicht viel Sinn machen. Aber auch die Cowboys können sich freuen, sie werden auch einen guten Spieler bekommen. Und ja, sie haben natürlich auch einige Needs, zum Beispiel Running Back wird auch immer wieder genannt. Sie haben ja schon zuvor DeMarco Murray verloren und haben in der letzten Saison dann immer wieder versucht, einen Nachfolger für Murray zu finden. Aber es hat sich da keiner wirklich herausgetan. Deswegen wird hier auch immer wieder Ezekiel Elliott genannt, der vielleicht beste Running Back in diesem Draft. Aber ich glaube nicht, dass der so früh gedraftet wird. für mich kommt da ein Defensivspieler in Frage. Wie gesagt, die Offensive Line ist eigentlich sehr stark, deswegen gehe ich nicht davon aus, dass man einen O-Liner picken wird. Für mich stellt sich die Frage, entweder Joey Bosa, ein Defensive End, Outside Linebacker, der auf alle Fälle den Pass Rush der Cowboys verstärken würde. Aber ich tippe hier mal auf den Spieler, den ich schon bei den Chargers genannt habe, auf Jalen Ramsey, den Cornerback Safety von Florida State. Ja, Jalen Ramsey ist ja, wie gesagt, er kann sowohl Cornerback als auch Safety spielen, wird aber, glaube ich, in der NFL eher Safety gesehen. Deswegen, ja, aber ein sehr vielseitiger Spieler und vielleicht sogar der beste Defensivspieler in diesem Draft. Und ja, die Cowboys können sich freuen, hier an Nummer 4 Jalen Ramsey zu bekommen. Dann an Nummer 5 sind die Jacksonville Jaguars dran. Ja, auch die Jaguars haben da einige Optionen. Offensive Line könnten sie sich sicherlich verstärken. Aber ich glaube, dass es wieder ein Defensivspieler werden wird. Sie haben ja im letzten Jahr ein bisschen Pech gehabt. Da haben sie ja Dante Fowler gedraftet, der gleich im Training Camp sich schwer verletzt hatte und in der ganzen letzten Saison nicht spielen hat können. Also quasi, ja, noch ein Rookie ist, trotz ja, des Ausfalls des Defensive Ends gehe ich davon aus, dass hier also eine Möglichkeit ist auf alle Fälle auch der Linebacker Miles Jack. Ja, Linebacker ist sicherlich auch eine Position, die Jacksonville natürlich verstärken könnte, aber das Problem, Miles Jack ist vielleicht der beste Linebacker in diesem Draft, aber er hatte in seiner letzten College-Saison mit einer Verletzung zu kämpfen und es gibt da so Gerüchte, dass er noch nicht hundertprozentig fit wird, beziehungsweise, ja, bei Verletzungen sind einige Teams immer sehr vorsichtig und deswegen glaube ich, dass die Jacksonville Jaguars da die Finger von ihm lassen werden und ich glaube, dass diesmal Joey Bosa, den ich auch schon bei den Cowboys erwähnt habe, ich glaube, sie werden wieder einen Defensive End picken. Falls Dante Fowler dann wirklich fit wird, könnten sie dann einen super Pass-Rush-Duo haben mit Joey Bosa von Ohio State und deswegen, ja, das könnten so die Optionen sein. Dann an Nummer 6 auch ein Team, das man jetzt ja vor einem Jahr nicht da erwartet hatte. Die Baltimore Ravens auf Rang 6 hatten ja auch mit sehr vielen Verletzungen zu kämpfen und auch die Ravens können sich wahrscheinlich glücklich schätzen, denn ja, sie haben
Probleme in der O-Line, und sie können sich freuen. Laremy Tunsil ist immer noch da, der beste Left Tackle in diesem Draft, und ich gehe mal stark davon aus, dass sie ihn ziehen werden. Ansonsten, ja, ich glaube, da braucht man nicht viel dazu sagen. Dann Pick Nummer 7 haben die San Francisco 49ers. Ja, bei den 49ers gab es viele Gerüchte rund um Quarterback Colin Kaepernick, wieder getradet oder nicht. Es gab da Trade-Gerüchte mit den Broncos, aber so wie es derzeit aussieht, wird er wahrscheinlich in San Francisco bleiben. Auch wahrscheinlich dadurch, dass die 49ers keine Chance auf die beiden Quarterbacks haben werden. Und auch bei den 49ers gehe ich mal stark davon aus, dass sie die O-Line verstärken werden. Bei den 49ers auch eventuell Linebacker Miles Jack eine Option. Die 49ers haben ja durch die Abgänge von Patrick Willis und so auch für Linebacker auch ja, eine Lücke zu füllen. Aber ich glaube, die 49ers werden den zweitbesten Left Tackle danach Laremy Tunsil nehmen. Und zwar ist das Ronnie Stanley von Notre Dame. Und das wird auf alle Fälle die O-Line verstärken. Dann gehen wir zum Pick Nummer 8, den jetzt die Cleveland Browns haben. Ja. Die Eagles haben ja eigentlich diesen Pick gehabt, aber sie haben sich ja hochgetradet, und die Browns gehen jetzt an 8. Und die Browns haben auch viele Optionen. Also sie ja, würden einige Verstärkungen brauchen. Es gibt da die Option natürlich auch wieder Miles Jack, der Linebacker. Ja, interessant könnte natürlich sein Running Back Ezekiel Elliott von Ohio State. Ich habe ihn schon mal angesprochen. Der vielleicht beste Running Back in diesem Draft, und Cleveland hat da sicherlich eine Lücke auf Running Back, und deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie ihn hier picken werden. Dann am Pick Nummer 9 haben wir Tampa Bay. Ja, die Tampa Bay Buccaneers, die doch etwas überraschend Head Coach Lovie Smith entlassen haben. Und mal sehen, was Tampa Bay hier macht. Ich bin mir nicht wirklich sicher, in welche Richtung es gehen wird. Es könnte ein Offensivspieler sein oder auch ein Defensivspieler. Sie haben da einige Lücken, und ja, es könnte ein Linebacker sein oder auch ein Defensive End. Shaq Lawson zum Beispiel von Clemson ist eine Option, aber ich persönlich glaube, es könnte ja, eine Überraschung geben, und zwar Leonard Floyd, ein Defensive End Outside Linebacker von Georgia, der jetzt nicht unbedingt in den Top 10 erwartet wird, aber das könnte durchaus sein, dass er hier zu Tampa Bay geht, und deswegen, ja, Leonard Floyd hier eine Option. Dann auf Pick Nummer 10, den haben die New York Giants. Die Giants haben auch einige Optionen. Ja, falls hier Running Back Ezekiel Elliott noch da gewesen wäre, wäre sicherlich auf alle Fälle eine Option, denn die Giants haben doch eine Lücke auf Running Back. In der letzten Saison haben sie da mehrere Running Backs ausprobiert, aber so keiner wirklich konnte sich wirklich durchsetzen. Aber dadurch, dass Elliott schon weg ist, denke ich, ja, es könnte auch ein Wide Receiver werden. Der beste Wide Receiver ist Laquon Treadwell. Und ich meine, sie haben zwar mit Odell Beckham einen wirklich guten, aber eine Nummer 2 neben ihm fehlt. Victor Cruz ist ja durch seine Verletzungen nicht mehr wirklich eine Option, und deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie da einen Wide Receiver nehmen, aber ich persönlich glaube, dass sie nochmal die Offensive Line verstärken werden, die auch ein Problem war in der letzten Saison, und vielleicht der drittbeste Tackle Jack Conklin von Michigan State könnte da zu den New York Giants gehen. Dann am Pick Nummer 11 haben die Chicago Bears. Ja, auch für die Chicago Bears gibt es einige Optionen. Ich glaube, dass sie Defense gehen werden. Und ich habe ihn schon erwähnt, Shaq Lawson, der Defensive End von Clemson, könnte da eine Option sein. Ja, die Bears könnten auf alle Fälle ein Upgrade auf Pass Rush brauchen. Dann auf Pick Nummer 12, den haben die New Orleans Saints. Auch die Saints haben da vor allem in der Defensive ordentliche Probleme. Eventuell auch Offensive Line. Aber ich glaube, es wird ein Defensivspieler, und in diesem Fall würde ich mich für Vernon Hargreaves entscheiden, ein Cornerback von Florida. Der zweitbeste Defensive Back nach Jalen Ramsey. Und ja, Vernon Hargreaves hat wirklich das Potenzial, zu einem sehr guten Cornerback zu werden. Und die Saints haben ja da wirklich ein großes Problem. Und deswegen, ja, tippe ich hier mal auf Vernon Hargreaves zu den Saints. Dann auf Pick Nummer 13, den haben die Miami Dolphins. Auch die Dolphins haben natürlich auf Running Back eine große Lücke. Wenn Elliott da wäre, wäre sicher der Pick für die Dolphins, aber in dem Fall ist er nicht da. Auch in der Defensive haben die Dolphins einige Probleme, und hier könnte ich mir auf alle Fälle Miles Jack vorstellen von UCLA, der Linebacker, den ich auch schon erwähnt habe.
aufgrund seiner Verletzung könnte er aus den Top 10 fallen, aber spätestens die Miami Dolphins, glaube ich, würden da auf alle Fälle zuschlagen. So, dann auf 14 haben wir die Oakland Raiders, die jetzt eine sehr gute Saison gespielt haben und auch eine sehr gute Offseason gehabt haben, haben viele gute Spieler verpflichtet und die Raiders sind so etwas vielleicht wie ein Sleeper-Team für die nächste Saison. Und die Raiders haben auch mehrere Optionen, aber ich gehe davon aus, dass das ein Defensivspieler wird. Die Offensive hat in der letzten Saison eigentlich sehr gut funktioniert, aber vor allem auf der Cornerback-Position haben die Raiders sicherlich eine kleine Lücke und ich könnte mir da auf alle Fälle vorstellen, Eli Apple von Ohio State, er könnte da zu den Raiders gehen. So, dann auf Pick 15 haben wir jetzt die Tennessee Titans, die ja runtergetradet sind von der Nummer 1 Pick. Ja, was machen die Titans? Das ist die große Frage. Es gibt Gerüchte, wonach die Titans nochmals hochtraden in den Top 10. Sie haben jetzt genug Picks, können wieder nach oben traden. Die Frage ist, was für einen Spieler wollen sie? Das Problem in der letzten Saison war, dass Marcus Mariota nicht wirklich viel Zeit hatte, die Offensive Line nicht wirklich sehr gut ist und deswegen würde Offensive Line auf alle Fälle Sinn machen. Es gibt einige gute O-Liner und ich gehe davon aus, dass es einer sein werden wird, beziehungsweise es würde hier sehr viel Sinn machen und ich tippe hier mal auf Taylor Decker, der Offensive Tackle von Ohio State, der wäre sicherlich eine Verstärkung für die Titans. So, dann an Pick Nummer 16 haben wir die Detroit Lions. Ja, die Lions haben natürlich jetzt nach dem Rücktritt von Wide Receiver Calvin Johnson da eine große Lücke, die er hinterlassen hat. Sie haben zwar Marvin Jones von den Cincinnati Bengals verpflichtet, aber trotzdem, ja, einen Spieler wie Calvin Johnson ist natürlich schwer zu ersetzen. Der logische Pick wäre hier natürlich Wide Receiver, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie doch eher einen Defensivspieler nehmen. Auch da gibt es einige Optionen, Linebacker Darren Lee von Ohio State oder auch einen Defensive Tackle wie Jaron Reed oder Vernon Butler und ich glaube, es wird ein Defensive Tackle, aber keiner der beiden, sondern eher Sheldon Rankins von Louisville. Wie gesagt, seit sie in Damarcus und Nick Fairley verloren haben, war die Dealer nicht mehr so stark und deswegen ein Defensive Tackle wie Sheldon Rankins wäre da auf alle Fälle eine Verstärkung. So, kommen wir dann zum Pick Nummer 17, den die Atlanta Falcons haben. Ja, auch die Atlanta Falcons gehe ich davon aus, dass sie einen Defensivspieler nehmen werden. Die Offensive ist eigentlich gut, aber die Defensive eigentlich das Problem der Falcons. Auch da gibt es natürlich Optionen wie Shaq Lawson, den Defensive End von Clemson. Oder auch ein Defensive Tackle könnte auch eine Option sein wie Jonathan Bullard. Aber auch eine Lücke ist Linebacker und in dem Fall glaube ich, dass sie Darren Lee nehmen, den Outside Linebacker von Ohio State. Wäre auf alle Fälle eine Verstärkung. So, dann auf Rang 18 haben wir die Indianapolis Colts, die auch eine etwas enttäuschende Saison gehabt haben, auch vor allem durch Verletzungen. Und das hat vor allem auch damit zu tun, dass die O-Line nicht wirklich gut ist. Andrew Luck hatte da nicht wirklich viel Zeit. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ein O-Liner gehen wird. Die meisten, die richtig guten Tackles sind eigentlich schon weg. Aber es gibt da einen Center, der zurzeit wirklich am Steigen ist, und zwar ist das Ryan Kelly von Alabama. Und den könnte ich mir sehr gut vorstellen bei den Colts. Sie brauchen wirklich einen Center und ja, er könnte hier die Lücke füllen. So, kommen wir dann auf 19, haben wir die Buffalo Bills. Auch die Buffalo Bills haben da einige Optionen. Und auch bei den Bills ist ja Rex Ryan der Head Coach, ein Defensivguru und deswegen gehe ich davon aus, dass die Bills höchstwahrscheinlich einen Defensivspieler draften werden. Und auch da haben sie einige Optionen wie ja, Darren Lee, der Linebacker, Jaron Reed, der Defensive Tackle, aber in dem Fall glaube ich auch ein Spieler von Alabama und zwar Reggie Ragland, ein Inside Linebacker. Er könnte da die Defense der Buffalo Bills auf alle Fälle verstärken. Dann auf Pick Nummer 20 haben die New York Jets, das ehemalige Team von Rex Ryan. Ja, bei den Jets ist noch die große Frage, was ist mit Ryan Fitzpatrick, zurzeit nicht unter Vertrag, beziehungsweise man hat den Vertrag noch nicht verlängert. Das heißt, aktuell steht man nur mit Geno Smith da und mit Bryce Petty. Deswegen Quarterback wäre eventuell eine Option. Paxton Lynch, der vielleicht drittbeste Quarterback in diesem Draft, wäre noch verfügbar. Die Frage ist, ja, haben die Jets vor, wirklich noch Ryan Fitzpatrick unter Vertrag zu nehmen? Es wäre sehr intelligent, denn Fitzpatrick hat sehr solide gespielt, aber zurzeit ja, hakt es an dem Geld. Fitzpatrick verlangt für die Jets-Vorstellungen etwas zu viel. Und deswegen gab es da noch keine Einigung, aber mal sehen, wie es dann ablaufen wird.
Ich glaube nicht, dass die Jets einen Quarterback draften werden. Wie gesagt, Paxton Lynch glaube ich nicht. Die Jets haben eigentlich immer wieder Defensivspieler gedraftet in den letzten Jahren, was mir aufgefallen ist. Mal sehen, ob es wieder einer wird. Aber ich könnte mir auch Wide Receiver vorstellen. Das wäre absolut eine Option. Man hat zwar Brandon Marshall, der aber nicht mehr der Jüngste ist. Und ja, Laquon Treadwell, den ich auch schon früher erwähnt habe bei den Giants, könnte ja absolut eine Option sein und wäre sicherlich eine Verstärkung für die New York Jets. Dann kommen wir zu Pick Nummer 21. Den haben die Washington Redskins. Ja, die Redskins, überraschend gute Saison, aber auch die Redskins können sich auf alle Fälle verstärken und meiner Meinung nach auch auf der Defense. Sie haben ja mit Terrence Knighton einen Defensive Tackle verloren, einen wichtigen, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie da versuchen, einen Nachfolger zu bekommen. Und da wäre eine Option Jarran Reed, der Defensive Tackle von Alabama, denke ich, würde hier absolut Sinn machen. So, dann am Pick Nummer 22 haben wir die Houston Texans, die ja in der Offseason jetzt Brock Osweiler von den Denver Broncos geholt haben. Ja, Osweiler soll der neue Quarterback werden der Texans, der ja doch relativ wenig Erfahrung gehabt hat in seinen bisherigen Jahren. Mal sehen, ob das funktioniert. Dadurch, dass sie ihn geholt haben, können wir aber auch hier höchstwahrscheinlich einen Quarterback ausschließen. Ja, die Defense der Houston Texans ist eigentlich sehr gut, deswegen würde es hier Sinn machen, einen Offensivspieler zu draften und allen voran vielleicht sogar einen Wide Receiver, denn ja, sie haben in der Offense eigentlich nur die Andrew Hopkins und ansonsten fehlt es da wirklich und auch da gibt es einige Optionen. Es gibt ja zum Beispiel Corey Coleman, einer der schnellsten Wide Receiver in dem Draft, ein sehr kleiner, wendiger Receiver. Und es gibt auch einen Tight End, der es vielleicht wert wäre, in der ersten Runde gedraftet zu werden. Und zwar wäre das Hunter Henry. Den könnte ich mir ja auch vorstellen. Aber ich glaube, es wird dann noch ein anderer Wide Receiver, und zwar William Fuller von Notre Dame. Ich habe schon angesprochen, Corey Coleman ein schneller, aber William Fuller ist ja sogar der schnellste Wide Receiver in dieser Draftklasse und er könnte gutes Komplement zu DeAndre Hopkins ergeben, also das wäre auf alle Fälle positiv für Brock Osweiler, wenn er da zwei wirklich sehr gute Targets hätte. So kommen wir dann zu Pick Nummer 23, den die Minnesota Vikings haben. Auch die Minnesota Vikings haben meiner Meinung nach eine Lücke auf Wide Receiver. Letzte Saison hat sich erst Stephon Diggs hervorgetan, aber trotzdem hat da Teddy Bridgewater, so ein richtiger Nummer 1 Receiver, hat er eigentlich gefehlt. Und ja, es gibt da wie gesagt auch einige Optionen. Aber in dem Fall glaube ich, dass sie Wide Receiver Josh Doctson von TCU nehmen. Auch ein sehr guter Wide Receiver und zwar keine klare Nummer 1, aber der könnte sehr gut in das System von Minnesota passen. Deswegen ja, Josh Doctson hier von TCU. Dann auf Pick Nummer 24 wieder ein Team, das Probleme auf Wide Receiver hat, und zwar die Cincinnati Bengals. Sie haben ja Marvin Jones verloren, Mohamed Sanu, zwei wichtige Receiver, und jetzt haben sie eigentlich mit AJ Green nur einen einzigen und sie würden da wirklich einen brauchen. Und in dem Fall, ich habe ihn auch schon angesprochen bei Houston, Corey Coleman von Baylor, könnte ich mir hier sehr gut vorstellen, könnte da sehr gut neben AJ Green passen, ein schneller, wendiger Receiver. So, kommen wir dann an 25, haben wir die Pittsburgh Steelers. Ja, auch die Steelers haben vor allem in der Defense Lücken und ich glaube, dass sie diese auch füllen werden. Es gibt da vor allem im Backfield einige Optionen. Safety, Cornerback wäre eine Option, zum Beispiel Safety Keanu Neal oder auch Cornerback Kendall Fuller und William Jackson. Das sind so die Spieler, die Optionen sind, aber ich glaube, dass sie die D-Line verstärken werden und in dem Fall gibt es auch einen Spieler, der da immer wieder genannt wird, und zwar ist das Andrew Billings, der Defensive Tackle von Baylor. Ja, wird auf alle Fälle interessant, was passiert mit ihm und würde auf alle Fälle die Defense des Steelers da verstärken. Dann kommen wir auf 26, die Seattle Seahawks. Die Seahawks haben eine große Lücke, und zwar ist das die O-Line, meiner Meinung nach, also die auf dem Papier vielleicht sogar die schlechteste Offensive Line in der ganzen NFL. Man hat Russell Okung verloren und noch ein paar andere Spieler, beziehungsweise man hat da wirklich sehr viele unerfahrene Spieler in der Offensive Line und deswegen gehe ich stark davon aus, dass sie hier einen O-Liner ziehen werden und der nächstbeste wäre Jermaine Ifedi, ein Offensive Tackle von Texas A&M.
Und ich denke, das würde absolut Sinn machen. So, dann an 27 haben wir die Green Bay Packers. Ich habe schon angesprochen, die Packers immer ein Team, das sehr gut draftet, sehr intelligent, sehr smart ist. Und auch in dem Fall glaube ich, dass die Packers da wirklich eine gute Entscheidung treffen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch runtertraden und noch mehr Picks sammeln. Das wäre auf alle Fälle eine Option, vor allem gegen Ende der ersten Runde geht ja auch immer wieder der Trend dazu, dass da einige Teams nochmal rauftraden wollen und deswegen da ist die Chance auch gegeben, dass man da wieder runtertradet. Ich glaube auf alle Fälle, dass die Packers einen Defensivspieler nehmen werden. Sie haben natürlich vor allem auf Linebacker da eine Lücke, die sie schließen müssen sollten. Und ich glaube aber, sie werden D-Line gehen und da gibt es mit Vernon Butler, dem Defensive Tackle von Louisiana Tech, einen wirklich sehr guten. Und dann könnte ich mir hier absolut vorstellen. So, dann an 28 haben wir die Kansas City Chiefs, die eine wirklich sehr gute Saison gespielt haben. Auch die Chiefs haben da einige Optionen. Ja, Quarterback, auch wenn Alex Smith sehr solide ist, er ist nicht mehr der Jüngste und würde durchaus Sinn machen, da einen jungen Quarterback zu nehmen, den man dann entwickeln kann. Man hat ja den Backup Chase Daniel an Philadelphia verloren. Also das wäre sicherlich eine Option, Paxton Lynch. Wide Receiver natürlich auch. Wenn einer dieser Wide Receiver da durchrutscht, wäre sicherlich auch eine Option für Kansas City. Ich glaube aber, dass sie O-Line gehen werden. O-Line wäre auch eine Option für Kansas City und in dem Fall würde Cody White ja Sinn machen von Kansas State. Guard, er kann Guard oder auch Tackle spielen und ja, wäre auf alle Fälle hier eine sehr gute Option. Dann kommen wir auf Pick Nummer 29, den die Arizona Cardinals haben. Ja, die Cardinals, sehr starke Saison. Und auch die Cardinals haben Probleme bei der O-Line. Also O-Liner würde auf alle Fälle Sinn machen, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, Pass Rush wäre auch ein Need für die Cardinals. Und in dem Fall ein Spieler, der vom Potenzial her wahrscheinlich viel höher gedraftet werden müsste. Und zwar ist das Robert Kem'DJ von Ole Miss, ein Defensive End, Defensive Tackle. Aber wie so oft, wie bei vielen Spielern auch vor ihm, hat er ein paar Probleme außerhalb des Spielfelds, also Charakterprobleme und da ist nicht sicher, ob, ja, ob er da Probleme bekommt. Deswegen ist es immer wieder ein Risiko, aber in dem Fall vor allem die Teams, die ja wirklich um die Super Bowl kämpfen und die Cardinals sind auf alle Fälle ein Super Bowl Kandidat, kann man das Risiko vielleicht eingehen, denn vom Talent her ist das ein absoluter Topspieler. Und in dem Fall, ja, Robert Kem'DJ zu den Arizona Cardinals. Dann auf 30 haben wir den Super Bowl Verlierer, die Carolina Panthers. Ja, falls sich jetzt einige fragen, wo, da müssten jetzt eigentlich irgendwo die New England Patriots kommen, die haben ihren Erstrundenpick verloren, der wurde ihnen aberkannt aufgrund des Deflategate-Skandals. Ja, ob das jetzt fair ist oder nicht, sei dahingestellt. Fakt ist, die Patriots haben keinen Erstrundenpick und deswegen gibt es nur 31 Picks in dieser ersten Runde, normalerweise 32, aber wie gesagt, in dem Fall nur 31. Wie gesagt, 30 sind jetzt die Carolina Panthers dran, die ja in der Super Bowl gegen die Denver Broncos verloren haben. Und ja, große Lücke bei den Panthers ist die O-Line. Man hat es gesehen im Super Bowl. Die beiden Offensive Tackles waren doch etwas überfordert. Aber die Panthers haben, obwohl sie immer wieder Offensive Line Probleme haben, in den letzten Jahren eigentlich nicht wirklich Offensive Line gedraftet. Also die Panthers doch ein Team, das ja nicht unbedingt nach Needs draftet, sondern auch eventuell den besten Spieler nimmt. Ich denke, auf Defensive End haben die Panthers auch sicherlich Probleme. Jetzt natürlich auch auf Cornerback. Josh Norman, der letzte Saison wirklich stark gespielt hat, wurde beziehungsweise hat am Anfang das Franchise Tag bekommen. Dann ja, hat er einfach zu viel verlangt, beziehungsweise sein Agent, und man hat sich dann zu entschieden, dass man den Franchise Tag wieder entfernt. Dadurch war er Free Agent und jetzt ist Josh Norman bei den Washington Redskins gelandet. Das heißt, Cornerback ist auf alle Fälle auch eine Lücke bei den Panthers. Da wäre zum Beispiel William Jackson eine Option. Und ich glaube aber, dass sie die D-Line nochmals verstärken wollen. D-Line, ja, eigentlich sehr gut, aber ja, Defensive End ist auf alle Fälle eine Option. Und da gibt es mit Kevin Dodd von Clemson einen sehr guten
der gegen Ende der ersten Runde da sicherlich verfügbar sein wird. Und ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, Kevin Dodd zu den Carolina Panthers. Und auf den letzten und 31. Pick, den haben dann die Denver Broncos. Ja, die Denver Broncos haben natürlich eine große Lücke, und zwar ist das natürlich Quarterback. Peyton Manning hat seine Karriere beendet. Brock Osweiler ist zu Houston gegangen. Das heißt, man steht da nicht gut da. Man hat sich jetzt zwar Mark Sanchez von den Philadelphia Eagles getradet, aber Sanchez zwar erfahren, aber nicht wirklich ein Nummer 1 Quarterback. Deswegen, ich habe ihn schon öfters angesprochen, Paxton Lynch auch hier eine Option. Ob sie das jetzt wirklich ja, einen Quarterback draften werden, sei mal dahingestellt. Es gibt auch in der Defensive einige ja, Abgänge bei den Broncos, wo ich sehr gut vorstellen kann, dass sie da die Defense dann nochmal verstärken werden. Eine Option ist da zum Beispiel Von Bell, der Safety von Ohio State. Der könnte da sicherlich eine Option für die Denver Broncos sein. Ja, also ich bin jetzt hier mal die beziehungsweise ja, die Patriots haben ja keinen Pick, aber die 32 Teams jetzt mal durchgegangen, was sie draften könnten, wer da in Frage kommt, beziehungsweise wer ich glaube, dass da in Frage kommt, das ist jetzt hier mal so ein Überblick. Ja, mich würde zum Abschluss dann auch interessieren, ja, interessiert euch auch der NFL-Draft, verfolgt ihr das jetzt vielleicht auch im Fernsehen oder verfolgt ihn schon länger, würde mich wirklich sehr gerne interessieren, was ist eure Meinung dazu dem NFL-Draft, was sagt ihr da zu meinen Picks, glaubt ihr das auch so, dass das so eintreffen wird oder nicht, ja, schreibt es unten in die Kommentare, würde mich wirklich gerne interessieren, eure Meinung dazu. Und ja, falls ihr den NFL-Draft noch nicht verfolgt habt, wie gesagt, ihr habt jetzt die Möglichkeit im deutschen Fernsehen, wird zumindest die erste Runde übertragen. Noch kurz zur Information, wie gesagt, die erste Runde findet jetzt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag statt. Es gibt aber insgesamt 7 Runden. Und zwar dann in der Nacht vom Freitag auf Samstag findet dann die zweite und dritte Runde statt. Und dann am Samstag im Laufe des Nachmittags finden dann die Runden 4 bis 7 statt. Ja, das war, glaube ich, alles so zur Information. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr sie mir natürlich gerne stellen. Wie gesagt, ich verfolge den NFL-Draft schon etwas länger. Und ja, mal sehen, wie das Ganze ablaufen wird. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Und ja, die ganzen Teams werden sich verstärken. Das wird auf alle Fälle interessant. Und ja, wie immer verweise ich dann zum Abschluss auf meine Facebook-Seite, die ich unten in der Beschreibung verlinkt habe, und meinen Twitter-Account. Da könnt ihr mir auch folgen. Würde mich wirklich freuen. Auch würde ich mich freuen über einen Daumen hoch für dieses Video. Und ja, ich würde mich auch über Feedback und Kritik freuen, und wenn ihr ein Abo dalassen würdet, wäre es wirklich sehr toll. Ich bedanke mich dann wie immer, dass ihr dieses Video angeschaut habt, und ich verabschiede mich und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Little Piccolo.